Und endlich ist es soweit, die grandiose Ausstellung «Leiden Christi» beim Hermann Alexander Beyerler. Wir haben euch in den letzten Wochen davon berichtet. Ich finde es nach wie vor wahnsinnig, Hermann Alexander, wie man innerhalb von 4 Wochen so etwas aus der Taufe rausziehen kann und das einfach entstehen lassen. Wir haben schon viel über die Ausstellung geredet. Ich möchte gerne ein bisschen über den Glauben mit dir jetzt noch reden. Es geht um die Auferstehung. Ja. Siehst du die Auferstehung? Ja, die sehe ich, aber vorher möchte ich noch etwas sagen zu deiner Dings in 4 Wochen. Die Ausstellung, das ist natürlich im Januar, fast im Dezember losgegangen, die Idee. Und dann nachher tut man das auf die Seite wieder legen und dann plötzlich sagen wir, müssen jetzt da, und dann haben wir losgelegt. Und ich glaube, wir haben eine wahnsinnig schöne Ausstellung geschaffen. Jetzt, wir haben aber auch noch Nachtschichten gemacht und im letzten Moment noch Zeug bestellt. Und weißt du, zum Beispiel warte ich immer noch auf die 30 Silberlinge, die Judas überholt. Die hat jetzt bei UPS gekommen, heute echt Römermünzen, aber wir sind nicht eingetroffen. Aber etwas passiert immer. Dann gehen wir zurück ein bisschen auf die Glaubensfrage. Was hätte ich denn dazu antrieben, das mit so viel Liebe jetzt zu machen? Weil es sind nicht einfach ein paar Bilder angehängt. Nein, es geht um Folgendes. Ja, du hast mich gefragt wegen Glauben und Auferstehung. Der Glaube versetzt Berge, wie man sagt. Und ich versetze mit meinem Glauben sehr viele Berge. Und ich habe es bewiesen in den letzten 20 Jahren hier in Bratteln, dass man nur mit dem Glauben Berge versetzen kann. Sicher klingt nicht immer alles, aber manchmal fragt man sich, wenn man ein Minus muss kassieren muss, warum, und es wäre ein Plus daraus. Bei mir passiert das öfters so. Und die Auferstehung, wer nicht an das glaubt, oder? Ja, ich muss sagen, das ist für mich unerklärlich, weil es kann ja nicht sein, dass wir auf dieser Welt leben, hier, auf der, wo Gott erschaffen hat, und nachher noch 70, 80, 90 Jahre oder wie auch immer, oder früher sogar, müssen wir gehen, dass nachher nichts kommt. Das kann es nicht sein, das kann nicht das Ende sein. Denn wenn man denkt, das Universum, wir sind jetzt hier, wir gehen jetzt von A nach B, aber hast du auch schon dir vorgestellt, was da oben ist und was und an der Erde durch abgeht und links und rechts. Wir können nie ein Ende. Also kann es nur göttlicher Natur sein. Sensationell, der Hermann Alexander hat es gesagt, das kann nicht das Ende sein. Und um über diesen Satz nachzustudieren, denke ich, ist es sehr hilfreich, wenn ihr hier durchgeht. Was schätzt ihr, wenn man da die Ausstellung akribisch anschaut, muss man schon etwa 20 Minuten, eine halbe Stunde rechnen? Das reicht nicht. Also ich würde sagen, wenn jemand wirklich lesen will und sich das wirklich will, zu Gemüte nehmen will, dann hat er über eine Stunde. Oder sogar anderthalb Stunden, weil es ist wirklich wir fangen davon wieder ein bisschen denken, wir kommen ein bisschen in die Kindheit zurück, die Schulstunden, Religionsstunden und so weiter und so fort. Es ist sehr heavy, was hier gezeigt wird, sehr schwer. Also, die neue Ausstellung hier beim Hermann Alexander Beyerler in Bratteln, Leiden Christi, für euch geöffnet über die Ostern hinweg. Ja.